Gerald Molitors Job hat eigentlich alles. Große Überraschungen, ganz große Emotionen und vor allem ganz, ganz viel ehrliches, körperliches Schuften. Gerald Molitor ist nämlich Entrümpler und hat gerade einen dicken Auftrag im Kelkheimer Villenviertel an Land gezogen. Eine vermögende und sehr zurückgezogene Schriftstellerin ist hier verstorben und überrascht mit ihrem Vermächtnis nicht nur ihren Erben. Alles muss raus. Die Entrümpler im Einsatz. Für uns ist das das Maximum, was wir machen. Ein völlig verwildertes Grundstück mit zwei Bungalows in einer Kelkheimer Villengegend. Entrümpler Gerald Molitor hat den Auftrag, die bis unters Dach vollgestopften Häuser leer zu räumen. Knut Bauer ist der Erbe des Anwesens. Er hofft, dass der Profi-Entrümpler alles fristgerecht schafft. Selbst das Hinterhaus, das hat, ja, ich schätze mal 3-4 Tage sind wir Minimum dran an dem Haus. Ja. Bei der Masse, also mein Kollege hat gerade mal durchgeguckt, der sagt, es wären 20 Tonnen, die ich gerechnet habe, 14 Tonnen, 6 Tonnen mehr, aber das kriegen wir schon hin, ja. Zu fünft wollen sie die Entrümpelung in 2 Wochen schaffen. Da heißt es ranklotzen. Gerald Molitor hat einen Festpreis ausgemacht, 4.800 Euro. Viel Zeit zum Aussortieren haben sie nicht. Das Klavier muss wohl auch dran glauben, auch wenn es noch schön klingt. Wir aus unserer eigenen Erfahrung können sagen, dass jedes zehnte Klavier nur aufgehoben wird. Der Rest, wie viele Schrotthändler, der kommt mit dem Vorschlaghammer, haut es klein und holt sein Messing raus. Zeit ist Geld, auch beim Entrümpeln. Die Verstorbene war Büchersammlerin, vom Klassiker bis zu Computerbüchern. Hier gab es alles. Und vor allen Dingen auch immer wieder die neuen Versionen der Programme, die hat sie ja nicht verfolgt, findet man hier nahtlos von Windows XP über Windows 7 zu Windows 8. Dann ist sie war da auch sehr, sehr bestrebt, auf dem neuesten Stand zu sein. Die abgeschottet lebende Frau hat sich alles, was sie brauchte, per Internet ins Haus bestellt. So, hier hat meine Tochter Bilder gefunden und entscheiden Sie, ob sie sie brauchen oder nicht. Weil das ist mir so aufgefallen, im ganzen Haus sind extrem wenig Bilder zu finden. Wir finden normal ein ganzes Leben immer in Fotoalben und das ist hier nicht der Fall. Aber das passt eben auch zu dem Wunsch, nicht sichtbar zu sein. Vor 3 Jahren hat Erbe Knut Bauer die Verstorbene per Internet kennengelernt. Fast täglich haben sie telefoniert, getroffen haben sie sich nie. Gerald hat Flohmarkthändlerin Manuela dazu geholt. Sie schaut jetzt, was sie gebrauchen kann. Ja, das ist ja geil. Also das zum Beispiel, kommt auch mit. Ja. Ach, das macht eigentlich auch echt Spaß. Also man findet manchmal auch Sachen, wo man gar nicht weiß, was das ist. Ja, man muss dann erstmal recherchieren und so. Man verdient halt leider kein Geld dabei, aber das macht unheimlich Spaß. Die Lampe dort hinten, die finde ich ganz klasse irgendwie. Also ich mag halt Schnickschnack, so Krimskrams halt. Sie liebt den Schnickschnack und dort anscheinend auch ein paar Mann, wo da was kaufen. Bei uns wird alles in Verbrennung landen, leider. Über 50 Jahre hat die alte Frau hier gelebt. Geld zum Leben hatte sie genug, aber sie war allein und hat fast jeden Kontakt gemieden. Am Ende konnte sie nicht mehr für sich sorgen und verwahrloste. Es gibt immer 2 Arten von Messis, einmal der Dreckmessi und einmal der Sammelmessi. Hier war das mehr der Sammelmessi. Der Dreckmessi, da ist alles nur noch schwarz, also so Klo auf Deutsch gesagt, verschissen und. Und die hat halt gesammelt und irgendwann waren mir ihre Kräfte am Ende mit einem bestimmten Lebensjahr und dann hat sie doch keine Ordnung mehr reinbekommen. Profi-Entrümpler Gerald räumt jetzt aus, was vom Leben übrig bleibt. So, das geht jetzt auf die Deponie. Im 2-Stunden-Takt pendeln die Transporter zwischen Mülldeponie und Messihaus. Vorne im Malatelier der Frau macht Knut Bauer eine brisante Entdeckung. Ja, hier haben wir auch eine Waffe gefunden. Da muss ich jetzt mal den Herrn Molitor fragen, wie wir sowas dann weiterhandelt. So. Herr Molitor, ein Findling. Okay. Was macht man damit? Ja, weiß ich aus eigener Erfahrung von meiner Anfangszeit. Auf keinen Fall mitnehmen. Ja, das sowieso. Hier liegen lassen, wo? An einen sicheren Ort. Geht über das Ordnungsamt, die müssen hierher kommen. Ja. Selbst der Transport der Waffe, wenn es auch nur eine Signalwaffe ist. Ja. Also es muss doch nicht immer eine gefährliche sein. Der ist schon strafbar. Ja. Knut Bauer will die Pistole so schnell wie es geht weghaben. Doch das entpuppt sich als ein schwieriges Unterfangen. Keiner fühlt sich zuständig. Ich habe beim Entrümpeln eine Waffe gefunden. Muss man die jetzt bewachen die ganze Zeit oder was soll damit passieren? Ja, also das ist schon was, wenn man damit nichts zu tun hat. Das sind so die Unwägbarkeiten, mit denen man dann
hilflos ist, sage ich mal. Ja, und bisher, ich habe jetzt bei 3 Ämtern telefoniert, ja, kriegt man eigentlich immer nur eine Weiterleitung und keiner kann einem was sagen. Sehen Sie morgen, was mit der gefundenen Schusswaffe passiert.